Wenn B auf A 2 ist und C auf B 3 ist, dann ist B plus C auf A plus B gleich zu einer dieser fünf Antworten. Wenn B auf A 2 ist, dann ist A B geteilt durch 2. Und wenn C auf B 3 ist, dann ist C gleich 3 mal B. Also können wir diesen Bruch verwandeln in C ersetzen wir durch 3b und A ersetzen wir durch b halbe. Somit erhalten wir diesen Bruch. Im Zähler ergibt das 4 mal b und im Nenner addieren wir diese zwei Brüche b halbe und b geteilt durch 1, indem wir sie gleichnamig machen. Um diese Zahl 4b durch diesen Bruch zu teilen, multiplizieren wir 4b mit dem Kehrwert von diesem Bruch 3b auf 2. Und somit erhalten wir 4b mal 2 geteilt durch 3 mal b. Hier können wir durch b kürzen und erhalten so 8 Drittel. Demzufolge ist Antwort E die richtige.